Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Micro Civilization. Ich brauche mehr Essen. Unmöglich. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Erstmal die Archer. Gut, dann jetzt die Windmühle. Ich habe vergessen, was das für ein Bonus war. Aber was soll's. Wird schon passen. Erstmal gucken wir, dass wir die Windmühle hinkriegen. Und dann gucken wir, dass wir die Steine wieder hinkriegen. Bis sie angreifen, sollte das hier eigentlich wieder da sein. Dann kann ich das hier auch noch nutzen. Und in Kombination mit einer Verbesserung kann ich alle Wände raushauen. Und es wird... Ich mache nur eine kurze Pause jetzt von der Zusammenfassung und dann geht's wieder weiter. Ich glaube so eine halbe Stunde, eine Folge. Und dann machen wir weiter. Das wird jetzt halt öfter gestückelt sein. Also zwischendrin was anderes machen hilft mir echt massiv. Yay, da feiern sie. Hefe. Eine Phalanx. Schmied, Theater, was bringt das? Aquädukte! Okay, dann fangen wir erstmal mit den Aquädukten an. Mehr Essen finde ich gut. Okay, lassen wir das kurz sinken. So. Hoppla. Muss ich echt drauf achten. Barbarien von Kirkwood. Barbaren von Kirkwood. Bogenschützen. Läuft doch. Das sollte ich jetzt auch mit normalen Angriffen kriegen, finde ich. Ich glaube, ich gehe gleich mal kurz auf Häuser wieder. Oh, Vagabunden habe ich schon viele. Halt, nee, warte mal. Die bitte. Das sollten sie eigentlich nicht hinkriegen. Das bringt viel. Ein Theater bitte. Ne, eine Phalanx. Okay, ich warte noch ein bisschen, bis ich das umwandle. Bogenschützen. Das war tatsächlich heftig, wenn ich ehrlich bin. Steinwall. Krieg mal hin. Boah, die Bevölkerung wächst sehr, sehr schnell. Da entstehen super schnell Vagabunden. Ihr müsst schneller arbeiten. Okay, ein Schmied. Erstmal ein Theater. Das ist tatsächlich alles besser.
Okay, habe ich jetzt soweit? Farmland bitte. Mehr Holz oder bitte das? Ich glaube, ich nehme die Force. Ah, gut, gut, gut. Bibliothek anmachen? Hab ich noch mehr? Nee. 1500 Eisen. Nee, das lassen wir mal. Vor allem habe ich noch keine Eisenmine. Okay, was kann der denn? Okay, das ist ein Soldaten. Das ist nur für Phalanxen, wie es scheint. Elvin Solas. Ah. Oh, ich wusste nicht, was das geht. Okay, Phalanxen kosten nur Holz, das ist echt okay. Schmied. Gut. Ein Amphitheater. Erstmal die Phalanxen. Ab 10.000 habe ich den nächsten. Okay, der Schmied, Marktplatz. Es wird garantiert was passieren. Die Wahrscheinlichkeit ist nämlich sehr, sehr hoch, dass was passiert. Von daher 89%. Okay, ein Amphitheater, ein Schmied. Passiver Effekt von Eisen. Will ich mich mal nicht beschweren? Sind noch ein paar Sachen zu bauen. Marktplatz verbessert. Okay. Oh, das ist eine. Das ist was Kritisches. Ja, mal hinkriegen. Aber 10.000 Bevölkerung könnte noch ein bisschen dauern. Ich muss dann gleich auf die. Ich gehe erstmal auf den Steinwall.
Schön Schaden machen, der ist wichtig. Große Sklavenrevolution. Krieg mal hin. Ich weiß nicht, ob wir den danach auch hinkriegen, aber das danach auf jeden Fall. Danach setze ich mal ein bisschen auf Phalanxen. Habe ich gut runtergebuttert gerade? Dann hoffen wir, dass nicht danach noch mehr passieren. Problem ist, dass hier dann gleich auch noch was richtig Schlimmes kommt. Aber mit meinen Steinen kann ich noch ein bisschen was abfangen dann. Können die Vagabunden erstmal weggehen? Gut. Oh, es sind auch über 50, die dazukommen. Das ist schon heftig. Ah, okay. Die Krisen stoppen total, wenn was ist. Das ist echt gut. Wenn wir angegriffen werden, stoppen die Krisen. Das war mir nicht bewusst. Na, beim nächsten haben wir's. Not anyone. Irgendwas mit Spartakus. Eine Kriegskrise von mir aus. Civil War of Shields von mir aus. Könnt ihr das gerne haben. Nehmen wir Steinwall wieder auf. Ne, warte mal, Phalanxen wollte ich. Bier. Ach, geht noch nicht. Ach ne, warte mal. Homestead. Bevölkerung passt noch. Oh, 500 Häuser, die zerstört werden, das ist nicht wenig. Gut.
Machen wir direkt. Keine Ahnung, was das bringt. Nehmen wir erstmal. Alles verbessern ist gut. Ja. Ein bisschen Gefahr ist dabei hier. Steinwände. Bevölkerung wächst immer noch schön, das ist super. Genau, mach die Phalanx fertig. Ich weiß mal in manchen Sachen echt nicht, was sie bringen. Was genau bringt das jetzt eigentlich? Ja, das andere geht alles schneller, vermute ich mal einfach nur. Da brauchen wir auf jeden Fall wieder ein paar Häuser. Perfekt. Habe ich noch was anderes? Also Homestead. Oh, kostet wieder Holz. Nee, dann machen wir doch lieber Cottages. Da haben wir eine ganz gute Produktion gerade. Oh, die ist... Obwohl, damit könnte man vielleicht was machen, wenn wir das Sägewerk aufrüsten. Die Sägemühle. Könnte das schon ganz nützlich werden, denke ich mal. Wir sind schon wieder bei 17 Minuten. Das Spiel macht so süchtig. Oh, Sägemühle aufrüsten. Könnte aber auch schon hier beim nächsten wieder reingehen. Aber so ein bisschen mehr vorzuhaben ist echt nicht verkehrt. Bier. Ritter. Ein Steigbügel. Wie viel Bevölkerung haben wir? Fast 5000, ab 10.000 sind wir dann wieder im nächsthöheren Bereich. So, Schmieds, Amphitheater. Machen wir mal das Amphitheater fertig. Oh, Bier geht ja super schnell. Ja, da arbeiten sie wieder alle dran. Wenn es ums Saufen geht. Normale Schwierigkeit. Aber das Essen geht halt wirklich langsam schon wieder aus. Monarchie. Klingt gut, mehr Stein pro Klick. Wie auch immer das funktioniert. Das sind immer zwei.
And here we have Chains of Corruption, okay. Das Ding bringt auf jeden Fall immer plus immer 2 mal Schutz. Keine neuen Helden. Okay, das muss auch besetzt werden. Aber ich glaube, da würde ich fast schon das Ding zuerst nehmen. Da muss ich langsam mal gucken, was ich hier noch verbessere. Der Schmied fehlt halt noch. Ja, die Monarchie wäre jetzt auch nicht verkehrt. Ah, ein paar Sachen sind ausgelaufen, leider. Armbrustschützen. Die sind ja wahrscheinlich noch mal stärker als sie verlangen. Vermute ich zumindest mal. Helden zu generieren, finde ich fast schon nutzlos, weil fast. Ich weiß nicht, ob das groß was bringt. Schmied. Wahrscheinlich ist es das, was hier unten noch fehlt. Jetzt brauchen wir schon 2000 mal Essen. Okay. Ich will die zu Getreidefeldern umwandeln. Ich brauche einfach das Getreide, also. Anders kommst du nicht weiter. Zumindest habe ich das Gefühl, dass du wirklich Getreide brauchst. Vielleicht. Workers to activate. Achso, hier produziert wahrscheinlich Eisen, ja. Scheiße, die Kelten greifen an. Oh, ich verliere trotzdem Bevölkerung. Ah. 5000 Leute. Okay, das wäre dann schon echt stark. Wir sind Armbrustschützen geworden. Ritter. Granary erweitern. Armbrustschützen. Oh ja, die sind teuer. Aber es lohnt sich dann doch ein bisschen. Wir machen die jetzt fertig. Okay. Ich brauche noch mehr Sachen, die uns Essen bringen und solche Dinge. Ich brauche vor allem eine 5000er eine 10000er Bevölkerung. So langsam mal.
Getreide ist eigentlich wirklich das Wichtigste. Und ich habe Minus. Barbaren besiegen. Damit ich mehr Getreide rausziehen kann. Oh, coole Sache. Blutdurstige Kelten. Ritter, Baracken, Bücherei verbessern. Feudalismus, finde ich gut. Zusätzlich Getreide. Ich muss einfach weitermachen. Scheiß drauf, wie viele Krisen kommen. Wenn ich da nicht weiterkomme, dann bringt mir das alles nicht so viel. New Granary, scheiß ich erstmal drauf. Armbrustschützen sollen erstmal herkommen. Obwohl. Stein Granary. Nicht so gut wie erwartet, aber auch nicht schlecht. ...70% Krisenwahrscheinlichkeit. Ja, die Armbrustschützen hauen rein. So richtig übel vor allem. Das, ja, in 50 Sekunden ist das Ding noch nicht leer. Das Essen noch nicht leer gelaufen. Dann sollten wir wieder auf Kurs sein. Dann gucken wir erstmal, dass wir Armbrustschützen dazu kriegen. Müssen auf jeden Fall weg. Wir müssen die loswerden. Ich brauche Getreide. Achso, hier. Okay, sind wir noch nicht so weit. Besseres Rad. Gilden. Klingt gut. Erhöht aber nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass was schief läuft, aber ist erstmal egal. Noch ein paar von den Armbrustschützen. So nut. Naja, die hauen das weg. Sub Single Unit Charge. Nee, was kaputt geht. So. Tödlich. Krieg mal hin. Ich will mehr Weizen.
Unmöglich. Auch unmöglich. Da warte ich mal noch ein klein bisschen. Und wir haben die 30 Minuten tatsächlich schon erreicht. Ich würde sagen, so nach einer Minute gucke ich, dass ich weitermache. Ah, hier. Aber ich mache gleich aus. Unmöglich klingt gerade so schaffbar. Die Krise müsste auch bald vorbei sein. Kann ich den Effekt eigentlich auch verdoppeln? Das wäre echt geil, wenn ich so drüber nachdenke. Ah, ist gleich fertig, gut. An die Gilden. Zwei Felder-System, okay, besseres Rad. Sage ich nicht nein. Den einen Angriff nehmen wir auf jeden Fall noch mit und danach mache ich aus. Ui, also das scheppert. Das war richtig stark. Also das war richtig krank gerade, dieser Angriff. Damit kann ich ja sau viel erreichen. Das war mir nicht mal bewusst. Okay, nehmen wir den noch mit und dann ist es gut für heute. Im Grunde bin ich nur am Aufrüsten immer wieder, aber es ist schön, wie sich das alles schon verändert hat wieder, oder? Mehr Armbrustschützen. Oh, das ist ja auch richtig gut. Jetzt sind wir schon auf 9 hier pro Klick. Ja, da müssen wir eigentlich nur noch gucken, dass die Armbrustschützen wieder reinkommen. Wow, das wird schon richtig gut. Ritter. Burgen. Hab ich eigentlich noch irgendwas, was ich bauen könnte? Nee. Tödlich. Unmöglich. Gibt's noch was Höheres? Unmöglich scheint das Höchste zu sein. Aktuell. Dann würde ich einfach mal bei unmöglich bleiben. Und dann würde ich sagen, das war Let's Play Micro Civilization für heute. Ich sage ciao mit Lichtlein TV. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute. Ja, die holen wir noch schnell. Das ist ja was Gutes dabei. Level 25. Wie viel hat der Getreide? Plus 153. Sehr geil. Drei bis sechs. Aber der hat noch Armbrustschutzschaden, der andere. Und der Runde hier. ...16% Damage. Nee. Marco Polo gefällt mir tatsächlich da am besten. Also,
Macht's gut. Bye, Leute.